einfach mal zwei Sachen, die ihr am besten könnt. Defensiv und konzentriert. Genau. So, und habt ihr irgendwas gemerkt von den Sachen, die ihr gerade aufgezählt habt? Die waren am Wochenende on point. Okay, weil ihr endlich mal geschafft habt, schon beim Warm-up nicht die ganze Zeit rüber zu gucken, sondern ihr habt euch endlich mal darauf fokussiert, was kann ich, weil ich das von Anfang an zu euch gesagt habe, ihr guckt jetzt noch einmal rüber und danach möchte ich das nicht mehr, dass ihr euch einfach mal auf euch konzentriert. Und das muss einfach jede Einheit sein. Ihr müsst euch auf eure Stärken fokussieren und die auf das Spielfeld bringen. Und das habt ihr dieses Spiels erstmal geschafft, okay? Nicht nur 20 Minuten, nicht auch nur eine Halbzeit, sondern das erste Mal, gerade wenn ich so an G denke, er sagt gerade Defensive, hat irgendjemand was gesehen, was er mit den, ich glaube die Neuner war es, oder? Ja. Was er mit den Neuner gemacht hat? Der konnte gar nichts machen, okay? Weil er die ganze Scheißzeit nur sich darauf verlassen hat. Okay? Und einfach das gemacht hat, was er am besten kann. Und ich glaube, das war bei Sharif auch ein gutes Beispiel. Der ist einfach nach da vorne gegangen, so wie Nando gesagt hat. Ich glaube, die anderen dachten, dass es ein Rugby-Spieler ist. Okay? Der ist in die Zweikämpfe gegangen, weil er das halt einfach am besten kann. Keiner hat, glaube ich, also von uns zumindest, hat keiner so einen Körper wie Sharif. Und selbst wenn er den hat, dann muss er erstmal so umgehen können wie Sharif. Das heißt, mit Gewicht hin, weg. Ich bleibe trotzdem in Sidestep. Jetzt aber ohne Gewicht, bin noch mal einen Ticken schneller. Dreht dann von Gelb auf und Antritt bis Rot. Okay? Und das war's! Ja, mach ich Knie, Junge.